So, jetzt aber. Jetzt. Ich habe was gesehen. Das, was mich. Also, mir hat es gefallen, weil das sehr, sehr einfach aussieht. Und einfache Sachen sind meistens gut. Ja? Und ich rede von diesem Kran hier. Ja? Der hier oben, von dem Kran. Und den würde ich mir mal jetzt genauer anschauen. Ja? Ich habe mir den Herrn hier geschnappt und er hat gesagt, er hat Zeit für mich. Sicher, für dich immer. Ja, nicht das erste Mal schon. Ja, aber nicht mit dem Kran. Nein, das ist wieder was Neues. Ein von diesen Projekten, was wir uns schon seit 10 Jahren in Wirklichkeit wir nutzen bei unserer Imkerei. In Wirklichkeit der Ideengeber ist der Herr Brunner. Ja. Gerold, er hat das gebaut, diese erste Anhänger, und wir dann dürften nachbauen. Und jetzt haben wir gedacht, wir müssen was für die Imkerkreuz machen. Ja? Mich hat das interessiert, ich habe das gestern ja schon angeschaut, das System. Ja. Weil es ist sehr einfach aufgebaut. Ja. Und das ist meistens sehr gut, weil ja, da kann wenig kaputt gehen. Es ist in der Regel von der Handhabung sehr einfach. Ja? Und deswegen. Und vor allem, man ist ja beim Wanderhänger meistens irgendwo, wo man nicht viel Strom hat, wo man mitten in der Pampa ist, also mitten in der Prärie. Ja. Und da müssen Sachen einfach funktionieren. Also vor allem diese Anhänger, diese ganze Sache mit den Anhängern ist so gewesen, dass wir sind immer gewandert zu zweit. Ja? Ja. Und dann, wenn du 2 Gespäne hast, brauchst du 4 Leute. Ja? Dann hast du 4 nicht ausgeschlafene Leute im Firma. Ja? Und so fahren nur 2 Leute. Ja? Und jeder von uns nimmt 32 Bienenvölker mit. Ja? Ja? Bei 20 haben die Ladefläche vom Anhänger und 12 im Bus. Weil ich kann mit dem Kran auch über die seitliche Türe den Bus beladen. Ja? Okay. Das ist auch diese Idee. Ja? Und fährt eine Person, nimmt 32 Bienenvölker. Und weil ich, wenn ich noch in Polen war, habe ich Tankstellen gebaut. Und war sehr wichtig für mich die Arbeitssicherheit. Ja? Ja? Und jetzt, wir fahren immer, wenn wir Bienen holen, zum Beispiel aus Niederösterreich oder aus Oberösterreich, nach Steiermark. Ja? Wir fahren auf Nacht, wir richten das Ganze zum Wandern, wir schlafen in dem Fahrzeug. Ja? Und um 4 Uhr, wenn das alles vorbereitet ist, machen wir nur die vordere Gitter zu und laden wir auf. Und 40 Minuten nach 4 fahren wir schon weg. Ja? Okay. Und wir sind ausgeschlafen und wir sind in einer Nacht, wir sind bereit, 64 Völker zum Transportieren zu zweit. Ja? Ja, und das, wenn ja alles geht, sehr bequem. Ja, ohne einen Tropfen Schweiz. Ja? Ja? Sicher, wenn regnet es, ja, es ist aber sicher kein Problem, weil da ist in Wirklichkeit Akkuschrauber ist kein Problem, ja? Wenn da ein paar Tropfen. Ja? Und es ist einfach. Dann schauen wir uns das mal an. Das hebt locker 100 Kilo, aber du brauchst keine 100 Kilo, ja? Also, funktionieren tut es. Hier ist eine Zahnradstange drin. Ja. Mit dem Akkuschrauber hat man nur das Zahnrad. Es ist halt schon genial gemacht, ja, mit dem ganzen System. Man hat hier den Arm. Hier steht Bus. Durch die seitliche Türe kann ich den Bus beladen. Es ist schon. Und dann die nächste Sache, wegen Arbeitssicherheit. Hier ist auch Beleuchtung. Der Hänger leuchtet von unten. Ja? Okay. Dass du diesen Arbeitsbereich in der Nacht, ja, ausleuchtet. Nächste Sache, komm bitte. Okay, das sieht man jetzt vom ersten gar nicht so. Ja? Wenn die Gurten sind schon vorgesehen, ja? Hier sind die Ösen, brauchst du nur so. Und von anderen Seite ist auch so. Ah. Hast du keine Haken, bist du? Ja? Wenn du das drauf tust, bleibt so, ja? Okay. Weil, weißt du, wie oft sind die Haken ausgehängt, ja? Du laufst nicht. Ja, kenn ich, dann geh drüber, da ist eine Gescheit drin. Du hackst du das auf, wirfst du die Gurten und dann tust du dann das wieder. Und also der Strom ist alles dann ganz normal über 12 Volt übers Auto versorgt. Oder? Ja, was für ganz Strom? Strom hast du Akkuschrauber. Nur Akkuschrauber. Ja, und die Beleuchtung ist ganz normal. Ja, übers Auto. Wenn du den Standlicht einschaltest, dann kannst du dort schau.
dort, hier, haben wir so Werkzeugkiste, ja, und können wir diese Beleuchtung ausschalten, ja. Ah. Raffiniert. Also, dass man Strom spart, dass auch Batterie ja, noch bleibt. Und hier, und hier kommt noch ein kleiner Kanister, um Hände zu waschen, zum Händewaschen. Genial. Darf ich mal probieren? Ja, sicher. Ich werde das filmen. Ja, es filmt auch von hier. Aha, ja. Ah, verkehrt. Ah, verkehrt. Hey, das ist easy. Das ist easy. Ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich cool. Es geht voll einfach. Und dann, wenn du, ja, und dann ziehst du das einfach so, ja. Das ist wirklich cool. Und hier, diese Beute wiegt jetzt 50 Kilo. Da sind okay. Zwei Zuckersäcke drinnen. 50 Kilo. Ah, was? Ne, doch. Ah. Kannst schon runter, fahr schon runter. Schade um die Zeit. Ja, man merkt, ja, ist Effektivität, ja. Schau, und jetzt, weil ich schon ein paar Beuten gehoben habe in meinem Leben, schau. Ja? Du fährst im Prinzip gleich weiter. Das geht ja schon fast zu schnell. Ja, ja. Ja, ja. Was ist dir lieber? Ja, ja. Was oder ja, ja. Was? Das ist krass. Das ist krass. Ja, ja. Ich habe ja schon ein paar so Systeme angeschaut, aber die haben alle zu viel Technik und das ist halt wirklich sehr schlicht. Und das ist genial. Okay. Ja. Ah, guck mal. Das ganze System wird hier eingehängt, wenn es fertig ist mit der Arbeit. Hier gesichert, splitneu, alles fest. Hier kann man die Vorspannung ändern. Ja, das ist so gedacht. Weißt du, falls du stehst auf einer Nicht-Ebene, ja? Ja, kannst du hier nachrüsten. Dann fängst du an zum Kämpfen, dann kannst du ein bisschen neigen. Ah, ja. Also fast hier, wirklich, weil das ist mir gerade ja. Aufgefallen, also kann man hier noch ein bisschen fein nachjustieren, wenn es ist. Ja, und warum so kurze Deichsel? Vor allem, dass du mit dem Kran über die Seitentüre wieder zu dem Bus kommst. Ja. Ja. Und nächste positive Sache, je kürzer die Deichsel, so sicherer fährst du. Ja, ja. Ja. Aber ich sage Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Und ich freue mich, weil ich gesehen habe, das hat dir auch Spaß gemacht. Ja? Ist wirklich, es ist einfach. Es ist so. Man braucht keine Schulung oder so, das ist wirklich. Also. Vorwärts, rückwärts und das war's. Also. Ich hoffe, dass wir uns öfter sehen. Wir werden dieses System verbessern, ausbauen, weiter ausbauen. Vielleicht zum Sargenheben und so ja. Weiter. Ja? Das wäre auch was für Fest, für einen Bienenstand. Nur das. Dann kann man am Bienenstand die Honigräume abnehmen.
Würde auch gehen. Das ist nur eine andere Aufnahme. Nur, weißt du, ich bin der Feind von diesen Lösungen. Wenn irgendwas ist gebaut für alles, dann ist für nichts. Ja? Ja, ja, okay. Ich verstehe dich. Und in Wirklichkeit, wir probieren jetzt einen anderen Aufsatz und sagen heben. Ja? Ja. Zum Beispiel beim Fluchten reinlegen. Ja. Ja? Okay. Wir sind schon gut unterwegs. Ja? Aber dieses System, seit 10 Jahren wir wandern. Und das ist auf diesem Foto mein Anhänger, ist schon 10 Jahre alt. Ja? Siehst du, okay, das ist ein bisschen andere Bauweise. Und wir ziehen das mit VW T6, Doppelkabine. Ja. Diese Doppelkabine ist umgebaut als Schlafkabine. Ja, okay. Dann ziehe ich weiter. Ja, das ist, weißt du, Arbeitssicherheit. Ja? Wo ziehe ich fragen? Darf ich ihn wieder haben? Dann ziehe ich weiter. Ja, bitte.